Herzlich willkommen. Wir sind froh und dankbar, dass ihr gerade da sitzt, wo ihr sitzt, und für die Möglichkeit, hier auf der Konferenz Bits und Bäume unsere Forschung, unsere Gedanken mit euch zu teilen und eventuell auch nach dem Vortrag zu reflektieren. Wer sind wir? Der Herr neben mir, der gerade hier auf dem Stuhl sitzt, ist Jakob Zwiers, Mitarbeiter des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Mein Name ist Florian Hofmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Warum sind wir heute hier? Es geht um die lineare Ausrichtung unserer Produktions- und Konsumsysteme. Es geht um die Circular Economy, es geht um die Verknüpfung, ja, Circular Economy mit der Digitalisierung. Es geht danach um die kritische, wir nehmen quasi eine kritische Perspektive auf die beiden, ja, Phänomene ein. Und dann, erst dann, verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling, und wir präsentieren eine Weiterentwicklung der Circular Economy im Sinne einer pluralistischen und emanzipatorischen Alternative. Was ist unsere Motivation, Forschung zu betreiben, Wissen zu schaffen? Warum sind wir an diesem Wochenende zusammengekommen? Aus unserer Perspektive ist ein Hauptmotiv die Verharrung in der Linearität in Bezug auf unsere Produktions- und Konsumstile. Was das bedeutet, möchte ich euch anhand des Lebens eines Smartphones veranschaulichen und darstellen. Ihr seht hier die ersten, also das ist eine ganz vereinfachte Darstellung, die ersten vier Steps der Wertschöpfungskette eines Smartphones. Erster Schritt Rohstoffförderung, zweiter Schritt Komponentenherstellung, dritter Schritt Produktherstellung, danach Distribution durch Verteilungssysteme und so weiter und so fort. Während dieses Wertschöpfungsprozesses werden unterschiedliche Kapitalarten investiert, um das Produkt herzustellen. Dazu gehören Energie, Arbeit, Humankapital, Sachkapital, aber auch natürliche Ressourcen. Nach der Verteilung der Smartphones an die Konsumentinnen nutzen die Konsumentinnen dieses Smartphone eine gewisse einen gewissen Zeitraum. Der Wert des Produktes nimmt im Laufe der Zeit ab aufgrund von technologischer Entwicklung. Und aufgrund von Auflösungserscheinungen oder Verschleiß. Was passiert danach? Die Konsumentinnen nutzen dieses Produkt, sie entledigen sich, unabhängig davon, ob das noch funktionsfähig ist oder nicht. Was passiert danach? Das Smartphone wird thermisch verarbeitet, demontiert oder recycelt oder gelagert. Man kann an dieser Darstellung kann man halt schön sehen, die verschiedenen Kapitalarten, die investiert worden sind am Anfang des Wertschöpfungsprozesses, gehen unweigerlich verloren, ja, weil die Produktgestalt zerstört wird des Smartphones. Deswegen können wir diese Art des Wirtschaftens und des Konsums, Take, Make, Dispose auch nennen. Was sind die Konsequenzen? In den Wirtschaftswissenschaften, in der Ökonomie werden sie als externe Kosten und Externalitäten bezeichnet. Wir bezeichnen es als sozial-ökologische Schadschöpfung, um genau diese Dualität darzustellen oder zu schärfen. Ja, es geht einmal um Wertschöpfung durch Schöpfung von Produkten und mit den dahinterstehenden Dienstleistungen und Services. Auf der anderen Seite betreiben wir auch Schadschöpfung. Ja, es geht um Eingriffe in fragile Ökosysteme, Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen. Wenn wir uns das Beispiel Coltan anschauen, Coltan wird verbaut in den Akkus von Smartphones. 60% des weltweiten Bedarfs kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Es ist ein Land,
ja, durchgezogen mit, ja, oder ja, in diesem Land herrschen Bürgerkriege, gewaltvolle Konflikte, Wasserknappheit, systematische Vergewaltigung und so weiter. Ich würde dieses Land als Failed State bezeichnen. Austrag von Emissionen jeglicher Art bezieht sich halt auf Transportsysteme, CO2-Emissionen, führt Stickstoffemissionen und so weiter und so fort. Dann kommen wir zur Digital Isolation. In der Medizin wird momentan diskutiert, ob Einsamkeit als allgemeines Krankheitsbild angesehen werden soll. Ja, es geht um eine Beschleunigung der Vereinsamung unserer Gesellschaft durch digitale Lösungen und Geräte. Ich fahre ab und zu mal mit dem Zug. Ich glaube, das macht jeder von uns. Und wenn ich mir dann Familien anschaue, die neben mir sitzen, vierköpfige Familien, die im Vierer sitzen und drei Stück der Familienmitglieder spielen an den digitalen Geräten und das vierte Mitglied guckt bedröppelt aus dem Fenster, weil der Akku leer ist. Konzentration von Wissen und Kapital. Es geht um Machtkonzentration. Es geht nicht nur um Wissensmonopole, nicht nur um Kapitalakkumulation bei wenigen sozialen Gruppen, sondern es besteht auch die Gefahr, dass privatrechtliche Unternehmen in demokratische Aushandlungsprozesse eingreifen. Ja, wenn wir uns zum Beispiel den Vorfall Cambridge Analytica, Facebook und so weiter uns hervorrufen. Das bedeutet, ja, private Unternehmen agieren als Überwachungs-, Kontroll- und Steuerungsorgane. Dann am Ende, Austrag von Emissionen jeglicher Art bezieht sich auf Elektroschrott. Ja, auch ein sehr aktuelles Thema. Und man kann hier auch nochmal schön sehen, ja, das Smartphone lebt eine gewisse Zeit, ein paar Jahre, aber die sozial-ökologische Wertschöpfung bleibt und steigt eventuell noch in der Zukunft. In politischen Diskussionen, in wirtschaftlichen Diskussionen und wissenschaftlichen Diskussionen wird die Circular Economy als potenzieller Möglichkeitskorridor für die Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vermehrt verwendet. Wir haben uns die Frage gestellt, kann die Circular Economy ein Gegenstand einer sozial-ökologischen Moderne sein? Als Inspirationsquelle der Circular Economy dienen die Stoff- und Energiekreisläufe der Natur. Ja, angelehnt an die metaphorische Hervorhebung der Zirkularität von Ökosystemen sollen Produkte so designt und konzipiert sein, dass sie jederzeit mit geringem finanziellen und energetischen Aufwand in die Wirtschafts- und Materialkreisläufe zurückgeführt werden können. Ja, das Hauptziel besteht darin, die gegenwärtigen chronologisch endlichen Wertschöpfungsketten in oder durch Kreislauf oder geschlossene Wertschöpfungskreisläufe zu ersetzen. Hier kann man das ganz gut sehen. Es gibt zwei unterschiedliche Stoffkreisläufe. Auf der linken Seite, diese Stoffkreisläufe beziehen sich auf biologische Produkte, also die biologisch abbaubar sind. Auf der anderen Seite die technischen Kreisläufe, die zirkulieren innerhalb der vom Menschen geschaffenen Technosphäre. Ja, dazu zählen hochkomplexe Produkte wie Smartphones, Laptops, Waschmaschinen, Bohrmaschinen und so weiter. Die Frage ist jetzt nun, okay, wie wird die Wertschöpfungsarchitektur gedacht? Ja, welche Treiber, welche Säulen werden von den Expertinnen in den verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen gedacht, definiert und beschrieben? Auf der einen Seite, oder die erste Säule, Geschäftsmodelldesign. Es geht um eine neuartige Form, unternehmerisch zu handeln und zu denken. Geschäftsmodelle sollen so konstituiert sein, dass sie
ja erstens zu einer Schließung, zweitens zu einer Nutzungsintensivierung und drittens zu einer zeitlichen Ausdehnung von Stoffflüssen beitragen. Die zweite Säule, Produktdesign. Die Prinzipien der Zirkularität sollen ja möglichst früh in den Produktentwicklungsprozess integriert werden. Kriterien wären hier zum Beispiel Modularität, Standardisierung, das Produkt so eine emotionale Bindung aufbauen zu den Konsumentinnen. Es geht um Reparierbarkeit, es geht um Demontagefähigkeit, es geht um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dritte Säule ist Kollaboration. Ja, es sollen innovative Zusammenarbeit geschehen zwischen den Akteurinnen, die innerhalb dieser zwei Metabolismen miteinander interagieren, ja, um diese Stoffkreisläufe zu steuern, zu überwachen und auch zu koordinieren, benötigt es um eine neue Art von Kommunikation. Ja, also wenn Recyclingunternehmen benötigen die Informationen von Produktherstellern, welche Materialien in dem Produkt drin sind. Und zum Beispiel, ja, also da müssen die Produkthersteller die Informationen bereitstellen. Oder Konsumentinnen, wenn das Produkt kaputt geht, dass die Konsumentinnen selbstständig die Produkte selbst wieder reparieren und upgraden und so weiter und so fort. Dafür benötigt man Informationen. Ja, also es geht auch teilweise darum, Wissensmonopole aufzubrechen. So, die vierte Dimension oder die vierte Säule zur Realisierung der Circular Economy bezieht sich auf neue Technologien, Digitalisierung, und das wollen wir natürlich fokussieren bei unserem Vortrag. Deswegen übergebe ich das Wort nun an Jakob. Okay, vielen Dank, Florian, für die Einführung in die Circular Economy und für die Skizzierung der Umsetzungsarchitektur, wie wir sie hier noch sehen. Ich werde nun überleiten und weiterführen mit der Fragestellung, wie kann man nun Circular Economy und Digitalisierung eigentlich zusammendenken? Und um mich diesem Verhältnis anzunähern, möchte ich zunächst die Frage stellen, warum eigentlich die Circular Economy, obwohl sie so viel Potenzial eigentlich beherbergt, noch nicht Realität eingetreten ist, noch nicht in die Realität geworden ist. Und eine mögliche Antwort auf diese Frage wäre, dass die Circular Economy ein Informationsproblem hat. Das heißt, dass ungenügend Informationen vorliegen, dass diese defizitäre Informationslage dazu führt, dass erhöhte Transaktions- und Suchkosten entstehen. Dies führt im schlechtesten Falle dazu, dass bei potenziellen Kunden und Kunden eine verzerrte Wahrnehmung entsteht. Und dies wird alles noch sehr ungünstig moderiert durch technologische Probleme. Was heißt das eigentlich im Detail? Also die ungünstige Informationsverfügbarkeit lässt sich erstmal so charakterisieren, dass oftmals überhaupt kein Wissen vorliegt, in welcher Qualität Rezyklate, sogenannte Sekundärrohstoffe, eigentlich vorliegen. Es ist auch unklar und völlig untransparent ganz oft, in welchen Mengen eigentlich Rezyklate, gebrauchte Produkte, gebrauchte Materialien vorliegen. Und gerade diese Mengenangabe wäre extrem relevant, um Skaleneffekte zu erzielen, um Rezyklate, um gebrauchte Produkte oder gebrauchte Güter günstiger anbieten zu können. Dies wird auch begleitet von einem Phänomen, was man Dilemmen Markets nennt. Das heißt, es sind Märkte, auf denen ein extrem hoher Grad an Unsicherheit herrscht. Und durch diese Unsicherheit können diese Rezyklate, auch wenn sie einen hohen Wert oder in hochwertiger Form vorliegen, nicht auf einen Markt gelangen oder werden auf diesem Markt gar nicht nachgefragt. Im schlimmsten Falle brechen diese Märkte auch zusammen aufgrund der hohen Unsicherheitslage. In Bezug auf die Transaktions- und Suchkosten lässt sich sagen, dass meistens ein enormer Aufwand besteht für potenzielle Kunden und Kundinnen, sich Informationen einzuholen über die Qualität, über die Beschaffenheit von Materialien, von Gütern und so weiter. Dies führt auch zu einer erschwerten Preisfindung sowie zu einer erschwerten Vertragsbildung, die extrem informationsintensiv ist. Also Verträge werden auf Informationen aufgebaut. In Bezug auf die Wahrnehmung von potenziellen Kunden lässt sich sagen, dass generell Primärrohstoffe oder nicht gebrauchte Güter immer mit der Tendenz als qualitativ hochwertiger empfunden werden als Sekundärrohstoffe, als schon gebrauchte Produkte. Dazu kommt, wenn Sekundärrohstoffe vorliegen oder gebrauchte Güter vorliegen, dass es oftmals uns unklar ist, wie kann man diese anwenden, wo kann man diese anwenden, weil es extrem wichtig ist für den Weiterverbau von Rohstoffen,
es ist wichtig herauszufinden, wie sind die Beimischungen gelagert, welche Qualitäten können sozusagen die Dienstleistungen, die in dem nachfolgenden Produkt entstehen, garantieren. Ein weiterer Aspekt hier ist oftmals, dass die in Primärmärkten oder in Primärrohstoffmärkten die Externalitäten nicht genügend eingepreist werden. Das führt dazu, dass Primärrohstoffe einen sehr ungerechtfertigten Vorteil haben, im Preis zum Beispiel gegenüber Sekundärrohstoffe. Abschließend könnte man noch zu den technologischen Problemen sagen, dass die technologische Eigenschaft der Rezyklierbarkeit oftmals gar nicht als einen Wettbewerbsvorteil wahrgenommen wird. Das resultiert aus diesen Problemen, die ich alle schon genannt habe, aber vor allem aus Problemen des Recycling selber. Zum Beispiel durch ein ungünstiges Design, immer kleinere Geräte, elektronische Endgeräte wie Smartphones, die zum Teil verklebt sind, sie können nur schwer demontiert werden. Das heißt, diese Demontage ist extrem zeit- und arbeitsaufwendig und damit sehr kostspielig und diese Kosten negativ, sozusagen werden dort ja auch keine Wettbewerbsvorteile generiert. Eine Lösung für dieses Problem der Information entsteht in der Inventierung dieses Problems oder in der Invertierung dieses Problems, indem Informationen beschafft werden. Nach der Annahme, dass umso mehr Informationen vorliegen, umso mehr Anreize können geschaffen werden für potenzielle Käufer und Käuferinnen, bestimmte Rohstoffe oder Produkte nachzufragen. Und hier an dieser Stelle kommt sozusagen die Digitalisierung als ein möglicher Enabler für die Circular Economy ins Spiel. Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Gehen wir aus von diesen Sekundärrohstoffen, von einem bestimmten Sekundärrohstoff. Es ist wichtig zu wissen, welche Qualität liegt vor, wie es ist beschaffen, wo ist der anzufragen. Und dies könnte man alles übersetzen in Daten. Und diese Daten wären vom Vorteil, wenn man mit diesen Daten diese Ressource besser koordinieren, kommunizieren könnte und synchronisieren würde. Und dies wiederum würde dazu führen, dass dieser Wert besser kommuniziert werden könnte auf Märkten und diese Märkte dort im besten Fall ein Wachstum dieser Ressourcen herbeiführen könnten. Dies klingt ganz einfach, ist aber auch wiederum mit der Problematik verbunden, dass auch diese Prozesse der Datenverarbeitung, der Datensammlung extrem ressourcen- und zeitintensiv sind und sozusagen die Digitalisierung muss Technologien bereitstellen, um diesen Mehraufwand auch irgendwie zu kompensieren und möglich zu machen. Ich möchte jetzt im Folgenden einfach nur schlaglichtartig ein paar Technologien darstellen, wie sie in diesen Prozess eingebunden werden können. Nehmen wir am Anfang das Internet der Dinge, mit dem sozusagen Menschen, Dinge, Prozesse in einer enormen Dichte verbunden werden können, in digitalisierte Form natürlich. Und man könnte sich vorstellen, dass ein Materialfluss hier parallel geschaltet werden könnte mit einem Datenfluss, der entlang eines gesamten Lebenszykluses denn nachvollziehbar wird. Dafür ist Sensorik notwendig, die Daten bemisst über den Ort, über die Verfügbarkeit, über die Qualität von bestimmten Dingen. Und diese Massen an Daten, die dabei entstehen, müssen irgendwie ausgewertet werden, Stichwort Big Data. Und dafür könnten Applikationen der künstlichen Intelligenz wirksam werden. Diese vorgearbeiteten Daten könnten wiederum überführt werden in Markt- und Logistikplattformen, mit denen Daten in einer Art und Weise verarbeitet werden, dass sie integriert werden, standardisiert werden, verhandelbar gemacht werden, kommunizierbar gemacht werden und so im besten Fall auf dem Markt ein Matching erreicht werden können zwischen Nachfrage und Bedarf. All diese und das Wunschkonzert endet hier noch nicht, diese Technologien könnten noch moderiert werden durch Blockchain-Technologien, die das Versprechen beherbergen, höhere Transparenz herzustellen, höhere Sicherheit oder überhaupt eine Rücknachvollziehbarkeit. Wir könnten, wenn wir wollten, hier enden, den Vortrag und sozusagen auch die Erfassung, was die Digitalisierung mögen. Wir könnten sozusagen unsere Hände oder unser Schicksal überlassen in die Technologien, die es ermöglichen, eine Circular Economy in digitalisierter Form zu ermöglichen. Aber was wir dadurch machen würden, wäre eine technologische Vision blindlings zu reproduzieren, die man oftmals findet in den Publikationen wirtschaftlicher Akteure oder auch in politischen Publikationen von der Bundesregierung. Ein Grundproblem hier in der technologischen Vision ist die Technologie selber, die betrachtet und kritisiert werden müsste. Das heißt, oftmals wird uns Technologie suggeriert in den Medien oder von der Politik selber als eine, zum einen die anderen nehmen das wahr, als eine Naturwunder, was man nun nutzen kann und als die anderen als eine Naturkatastrophe. Die Technologie scheint oftmals etwas zu sein, was wie aus dem Nichts entsteht,
und wozu sich alles anpassen muss. Ganze Gesellschaften müssen sich nun digital transformieren. Personen müssen oder der Otto-Normalverbraucher muss sich auf einmal eine Digital Literacy aneignen. Ganze Märkte werden disruptiv umgewandelt. Geschäftsmodelle müssen Technologien adoptieren, damit Unternehmen überhaupt noch existieren können. Und diese Primärstellung von Technologie ist insofern kritisch, weil sie den Lösungskorridor von Problemen der Gesellschaft extrem verengen. Und das möchte ich kurz aufzeigen mit ein paar aus nur auszugsweise blinden Flecken, die dadurch entstehen. Zum einen diese Fokussierung auf technologische oder technische Effizienz. Das heißt, oftmals geht es bloß um technische Innovation, um Produktprozessoptimierung, um Produktentwicklung oder Geschäftsmodellentwicklung, wenn man sozusagen den sozialen Aspekt von Geschäftsmodellentwicklung gar nicht berücksichtigt, sondern nur sozusagen die Anpassung von Geschäftsmodellen auf Technologien, um sozusagen die Effizienz zu steigern. Durch diesen Fokus auf die technische Effizienz werden andere Strategien extrem vernachlässigt, zum Beispiel Aspekte der Lebensstilveränderung. Wo sind oftmals die Problematiken von Suffizienz, wo sind die Möglichkeiten von Suffizienz, die werden oftmals gar nicht thematisiert. Als ein besonderes Problem, gerade durch die Kombination mit der Digitalisierung, entsteht so etwas wie eine Daten- und Ressourcenallokation. Das also mit den Mitteln der Digitalisierung sozusagen die Machtfrage nochmal in besonderer Weise explorarisiert wird. Und angesichts dieser blinden Flecke müssten wir nun fragen, wie sehr eigentlich eine gemeinsame Vision aus von Digitalisierung und Circular Economy. Und da möchte ich wieder gerne am Schluss zurückgehen. Ja, vielen Dank, Jakob, für deinen Input. Ja, was ist unsere gemeinsame Vision? Es geht um eine Vision, es geht nicht um eine Utopie, nicht um einen Nichtort. Die Circular Society, wir wollen mit diesem Begriff nicht den Circular Economy Ansatz erweitern und zusätzlich soziale Aspekte hinzufügen. Wir wollen mit dem Begriff der Circular Society den umfassenden Wandel verdeutlichen, der notwendig wird, wenn die Ökonomie ein Teilsystem des sozialen Gefüges und der Natur sein soll. Was das bedeutet? Kürzlich haben wir einen Artikel veröffentlicht im Jahrbuch Nachhaltige Ökonomie 2018-2019 mit dem Titel im Brennpunkt Zukunft des nachhaltigen Wirtschaftens in der digitalen Welt. Ja, also das passt wie die Faust aufs Auge bei der Bits und Bäume. Ja. Und ja, was bedeutet die Circular Economy? Sie meint, ein Ersetzen linearer, intransparenter und Ungleichheiten manifestierender Wertschöpfungsketten durch demokratische, transparente und kooperativ organisierte Wertschöpfungskreisläufe, die die natürlichen Lebensgrundlagen für gegenwärtige und zukünftige Generationen erhalten sowie soziale Teilhabe und Lebensqualität ermöglichen. Es ist eine unfassbare, lange Definition. Dort sind Worte drin, die man unterschiedlich deuten kann. Was bedeutet Demokratie? Was bedeutet Lebensqualität? Wir versuchen das jetzt in den nächsten Minuten nochmal zu schärfen und die Circular Economy runterzubrechen und zu skizzieren. Einmal zur Erinnerung, so sieht die Illustration der Circular Economy aus, zusammenfassend. Es geht um Stoffkreisläufe, um Materialität. Es geht um ökonomische Wertschöpfungsprozesse wie reparieren, upgraden, wieder veräußern, wieder aufwerten und so weiter und so fort, dann haben wir uns gefragt, wo sind denn hier die gesellschaftlichen Faktoren und Aspekte, ja, wo ist die Soziosphäre und wir haben uns gedacht, wie können wir das Soziale, die soziale Dimension der Nachhaltigkeit damit integrieren? Es gibt zwei Zielvorstellungen der Circular Society. Einmal die Teilhabe, das bedeutet die Teilhabe von Stakeholdergruppen und sozialen Gruppen, die derzeit nicht an ökonomischen Prozessen teilhaben bzw. nicht teilhaben dürfen, werden mit einbezogen. Auf der anderen Seite Lebensqualität. Ja, es geht um die Sicherstellung, Verbesserung der Lebensqualität. Es geht nicht um die Steigerung des materiellen Wohlstandes. Aber was bedeutet Lebensqualität? Wir wollen da nichts vorgeben, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist halt nur wichtig, dass wir eins berücksichtigen, und das sind die planetarischen Grenzen.
das Konzept der Planetary Boundaries. Warum können ja sich überhaupt soziale Systeme formieren, die das Fundament ist der Planet Erde und damit gebe ich weiter an Jakob. 2 Minuten. Ich möchte ganz kurz noch das Konzept ein bisschen weiter konkretisieren, der Circular Economy. Ich möchte dazu kurz noch die Folie nochmal in Erinnerung rufen, die wir am Anfang des Vortrages hatten, die Umsetzungsarchitektur der Circular Economy. Diese Umsetzungsarchitektur, die sich erst beschränkt sozusagen auf die wirtschaftliche Sphäre, möchten wir ergänzen um Aspekte des Sozialen. Und da haben wir jetzt 4 erstmal identifiziert, die ich jetzt leider nicht erklären kann aufgrund der Zeit, aber kurz ansprechen möchte. Zu einem geht es um Zugänglichkeit, um Transparenz zu Angeboten, zu Infrastrukturen, zu Wissensbeständen, zu Informationen. Hier sind Stichworte Open Design, Open Source, Open Knowledge. Zum anderen geht es darum, um die Demokratisierung von Wirtschaftsprozessen selber. Welche Objekte können aktiviert werden, damit sie mehr mitgestalten können, mehr mitbestimmen können in wirtschaftlichen Prozessen selber. Welche Stakeholder werden dabei interessiert in Prozessen des Co-Creation, des Co-Designs, der Co-Production? Allgemein als ein intrinsischer Wert könnten wir sozusagen die Gemeinschaftlichkeit, die Solidarität adressieren, wie sie bereits in Modellen des Commons, der Sharing Economy, der nicht kommerzialisierten Form der Sharing Economy oder der Collaborative Economy schon bereits stattfinden oder sozusagen zelebriert werden. Als letzten Punkt ist vielleicht der Aspekt der Innovativität selber zu thematisieren, also welche andere Arten gibt es, Innovativität zu deuten, soziale Innovativität zum Beispiel, wo gibt es in der Gesellschaft oder auch im wirtschaftlichen Raum überhaupt Räume, Reallabore, wo Subjekte, wo Menschen sich in Selbstwirksamkeit ausprobieren können, vielleicht auch erstmal jenseits einer Verwertungslogik. Und all diese Dimensionen stehen nicht nur untereinander in Verbindung, sondern sollen sozusagen auch verbunden werden mit den wirtschaftlichen Aspekten, um im Endeffekt integriert zu werden in eine soziale Sphäre. Also die Reintegration soll hier stattfinden der wirtschaftlichen Sphäre in die Soziosphäre, die sich aber bewusst ist von planetaren Grenzen, das heißt ihrer Biosphäre. Und wir wollen vielleicht abschließend nochmal hier festhalten, dass es geht uns gar nicht um ein Entweder-Oder, ein Für- oder Wider-Technologie oder das Soziale, sondern genau in dieser Integration soll auch deutlich werden, dass hier sozusagen eine Multistrategie gefahren werden könnte zwischen technologischen Strategien, sozialen Strategien und dass sie sozusagen in einer Orchestrierung zusammengespielt werden müssen. Und mit diesen Worten möchte ich den Vortrag beenden, mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und kurz noch am Ende nochmal für 20 Sekunden das Mikrofon Florian überreichen, damit er noch eine Durchsage machen kann. Ja, also zum Ende jetzt nochmal kurz ein Hinweis. Wir veranstalten, also das Fraunhofer IZM mit der TU Berlin, im September 2019 eine Konferenz, Product Lifetimes and the Environment, Themenschwerpunkte, Circular Economy, Circularity in Business, Konsumsysteme, Kollaboration, Repair, Do-it-yourself, Do-it-together, Obsoleszenz 4.0, Digitalisierung und Produktlebensdauern. Die Abstracts können bis zum 14. Januar eingereicht werden, 2019. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Vielen, vielen Dank.